Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Dies ist die 6. Folge und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So, und damit sind wir schon beim nächsten Kampffeld. Der sieht allerdings nicht sehr freundlich aus. Totem. Gibt es nicht. Grobian. Nennende Rohlinge. Erreiche das Ziel. Okay. Nicht kämpfen, nur erreichen. Meine Sensoren zeigen mir zwei interessante Fakten, was das Verhalten von Grobianen betrifft. Erstens, ihr Temperament. Wenn sie von einer Waffe getroffen werden, gehen sie wie ein wilder Stier auf den Angreifer los. Zweitens, sie sind so ausdauernd wie ein Walross nach einem Fischbuffet. Aber wenn man weit genug weg ist, stellen sie ihre Angriffe ein. Okay, das heißt einfach nur aus dem Weg gehen. Korrekt? Ich werde natürlich nicht feuern. Wäre ziemlich dumm von mir. Luigi, machen wir hier mal den nächsten Sprung. Alle hopp. Auch das werden wir nicht tun. Peach, Peach rennt mal in diese Richtung. Der Gegner ist dran. Umtauchen Grobian auf, richtig? Ja, ich muss Luigi aus, um weiter an die Röhre zu kommen. Sehr schön. Und jetzt nutze ich Mario aus, um mich kurz vor der Röhre zu platzieren. Ein Grobian und ein normaler. Nicht gewusst, dass ein normaler auftaucht. Oh oh. Aua. Da ist sie platt. Peach muss ab. Gut machen. Könnte ihn treffen, ne? Vorsichtshalber aktivieren. Den greife ich nicht an. Bestimmt nicht. Dann lieber. Ich weiß nicht, ob das Schutzschild jetzt was bringt. Aber. Ja, der Gegner ist dran. Und weg. Sehr schön. Wichtig. Ich kann Mario ausnutzen, um weiter zu springen. Sehr gut. Ich kann Mario Peach ausnutzen, um noch weiter zu fliegen. Hauptsache weg hier. Oha.
Okay, die gehen auch durch die Röhre. Ich verstehe. Und Peach kriegt wieder einen auf den Deckel. Platsch. Jo, ich bin durch. Wieder nur gut, weil Luigi besiegt wurde. Schade. Egal. Die nehmen wir mit. Los, nicht vergessen. Eins, los. Ah, ich hab's verstanden. Nein, geh wieder runter. Was soll auf einer wissen? Nochmal. Jetzt habe ich auch habe ich es begriffen. 3 und go. Eine neue Waffe. Was gibt es? Kille, Kille. Keine Ahnung, ob man deine Gegner kitzelig sind, wenn diese autonome Killermaschine. Killermaschine? Kitzelmaschine wäre ein schönerer Begriff. So, gibt es hier noch was Schönes? Oha. Schnitt 8. Mystische Reise. Alle Gegner. Wir haben alle High Ground. Unfair. Hier gibt es auch. Doch, hier gibt es eine Röhre. Da komme ich aber nicht rein. Blöd. Wir könnten. Ein Chaos stiften. Leider nicht. Geil, einer weg. Ja gut, ich muss ja irgendwann laufen. Luigi läuft schon mal vorm Loch. Oh, das Röhrchen. Pi
Creature auch. Und der Luigi sowieso. Nützt ja nichts. Muss mich bewegen. Kommt der denn her? Gar nicht gesehen. Und immer auf Mario. Boah, zweimal weggelasert. Sehr schön. Wieder Mario. Peach könnte auch dadurch. Dadurch. Nicht wegrätschen. Den kriege ich von hier nicht. Na, aber so kriege ich ihn. Gar kein Problem. Very nice, very nice. Very good, very nice. Very good, very nice. Wir sind hier. Weiter geht's. Leider geht's hier noch nicht durch. Bum, bum, bum. Okay, wir haben hier vier. Das ist verkehrt. Ich muss den nämlich hier hinbringen. Ja. Sehr schön. Bingo. Oh nein, schon wieder zwei von diesen Grobian. Besiege alle Gegner. Ich hab mal jetzt einen Bonus geholt, egal. Besiege alle Gegner, ist das richtig? Dann aber. Alright!
stehen geblieben. Mich richtig. Stehen geblieben. Oh mein Gott. Weggepustet. Und voll auf Mario. So, Peach. Was macht die Peach? Die Peach feuert voll aus dem Rohr. Bam. Kommt da angelaufen? Ich mache einen Schuh. Und könnte die nochmal weggrätschen. Könnte Luigi auch nochmal machen. Und dann hier hin. Nee. Den möchte ich treffen. Aus dem Leben gepustet. Wichtig. Beide Grobiane weg. Der eine Move, den ich weggepustet habe mit Luigi. Ja, wichtig. Oh nein. Und nochmal drauf. Wo will er hin? Nee, machen wir anders. Ihn grätsch ich weg. So, und er dürfte dann auch K.O. sein. Gut gelöst, finde ich. Ja, 3 von 7 Zügen. Habe ich schnell geschafft. Irgendwas zu entdecken, ich glaube nicht. Nope. Blub, blub, blub. Wow. Und den Pilz hätte ich schon gerne. Wie kriege ich den Pilz? Die rote muss bleiben. Dazu muss die blaue. Sehr gut.
könnte ich mitnehmen, indem ich... Oh, sehr schön. Sehr gut, somit kriege ich auch den Pilz. Das brauche ich jetzt gar nicht. Die und die Möglichkeit. Wir probieren das mal aus. Wo wir landen. Weiß es nicht. Fünf Powerkugeln. Cool. Gut für meinen Fähigkeitenbaum. So, ich muss aber die oberste Röhre direkt haben. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Perfekt. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch unbedingt in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich aber auch sehr über ein Abo von euch freuen. Und ja, ihr könnt mich gerne auch mal auf Twitch besuchen, da bin ich regelmäßig live. Da entstehen diese Videos hier. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet und ein Follow da lassen würdet. Wäre nice. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal.